Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen hier auf Twitch. Ich bin euer KauderHP und wir spielen heute eine Runde Fallout 76. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal auf einer komplett neuen Reise mit. Ich habe es bis jetzt immer nur für mich selber gespielt und dachte mir, ich nehme euch heute mal mit auf diese Reise. Wenn ihr natürlich weiterhin mit Facecam meine Streams sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lassen wir es lieber, weil ich bin ja jetzt auch kein Brad Pitt. Und ja, viel Spaß. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte, wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage, wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Fallout 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortech entworfen. Aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Vault weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Ihnen die Party gestern gefallen, auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Vault 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten, die
Ja, und nochmal ein herzliches Willkommen hier auf meinem Stream-Kanal. Ich bin euer Carlo LP. Und wie gesagt, wir wollen heute, oder ich möchte mit euch heute einen neuen Charakter erstellen bei Fallout 76. Ich habe es immer nur für mich gespielt und dachte mir jetzt, wo ich mich ein bisschen auskenne, kann ich das auch dementsprechend mit euch zusammen spielen. Und ja. Make-up, Schadensschmutz, nee. Körper sind natürlich dermaßen muskulös. Eva annehmen, okay. Ach, ich weiß nicht, nehmen wir den Charakter oder... Ja, komisches Dings, ne? Was ist mit D? Der neue Charakterauswahl und deinen aktuellen Dings verwerfen? Nein. Ich würde sagen, wir behalten den hier, dann brauchen wir nicht viel rumeiern und dann kann es auch direkt losgehen. Charaktername. Wir sind natürlich der Carlo LP. Zack, fertig. Foto gemacht. So, ich glaube, großartig umgucken brauchen wir uns hier nicht. Hier gibt es, glaube ich, nicht so viel. Ich glaube, wir können hier gar nichts benutzen. Wir können ja jetzt noch ein bisschen akustische Gitarre spielen. Da 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 TNT AC/DC. Oh, du bist in bester Stimmung, ja denn. Dein reitet aber auch. So. Okay, so. Das hier könnten wir alles gut gebrauchen da draußen, ne? Ich weiß nicht, warum wir das hier alles nicht aufheben können. Das wäre so praktisch. Becken benutzen, ja toll. Dusche benutzen ist auch schön. Ne? Ich verstehe es nicht, also. Ne? Der Hammer. Fernsehen an, Fernsehen aus. Hier kann man nichts. Oh, es ist einfach zum Kotzen. Dann nehmen wir mal den Pitboy. Cool.
lasse die Vault 76. Naja, dann. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Ja, also, wie gesagt, wir brauchen hier nicht großartig rumlaufen. Weil, es bringt eh nichts. Wir werden hier nichts aufsammeln können. Nix öffnen. Alles nichts. Nichts möglich hier. Sir. Hallo. Ah, endlich. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Kommen Sie lieber in die Gänge. Bei jedem Posten können Sie Ausrüstungsstücke erhalten. Nur eines pro Bewohner. Okay. Ich glaube, dass hier noch irgendwo das Büro des Dings war. Der Aufseherin. War das hier lang? Nee. Na, vielleicht finden wir das gleich noch auf dem Weg dahin. Mal gucken, was hier so abgeht. Wenn Sie nach draußen gehen, denken Sie daran, regelmäßig zu essen und zu trinken. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig eine gute Ernährung nach dem Krieg ist. Oh, Entschuldigung. Sie eine Verletzung erleiden und das werden Sie. Benutzen Sie Stimpaks. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes Lebensretter. Was die Infrastruktur in Appalachia angeht, ich schätze, es gibt es muss furchteinflößend sein, diesen warmen, sicheren Vault zu verlassen und in eine feindliche Wildnis. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie rausgehen. Finden Sie Freunde. Zusammen sind wir stark und so. Ja,
Hier war das Büro der Vault. Der Vault-Chefin. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich... Wir werden uns das Holoband mal so anhören. Dann können wir gleich weitergehen. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Jawohl, Sir. Machen Sie das Beste aus sich. Aha, aha, aha. Brille mit Gestell. Skillkarten. Oha. Ja, was nehmen wir denn da als erstes? Glück? Konzentrierter Schuss, komm. Wie gesagt, man findet hier absolut nichts.
Welches Kinder? Es muss doch zu knacken sein hier, der Wart. Also das ist doch... Ich glaube, dass ich das auch beim letzten Mal nicht hingekriegt habe hier. Ah, okay. Gut. Naja. Auf Wiedersehen. Aloha. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Goodbye. Vaya con Dios. Buen viaje. Sie werden so schnell erwachsen. Tja, dann werden wir mal ins Abenteuer stürzen. Wir werden jetzt mal hier lang gehen, mal gucken.
mich nicht irre, war hier oben. So eine Art Aussichtspunkt. Ach, da unten, genau. Ach so, da müssen wir hin. Okay. Kurz was gucken. Ich hoffe, das seht ihr jetzt nicht.